Ja, weiter geht's heute mit GTA The Contract und der nächsten Mission. Genau in dem Moment machst du dir natürlich die Dose auf. So, Das war schon der Intro. ja, schön, dass ihr wieder da seid. Du kannst auch noch mal da. Also ich begrüße natürlich auch die Zuschauer, die hier bei dem kaputten da mit da hier dem da mitmachen und Ey, ich grüße die 5C von der Oberschulusi in Rete, Alter, voll Porno. nein, mal gucken, was heute geht. Denn was haben wir in der letzten Folge überhaupt gemacht? Ich kann mal nachgucken, tatsächlich. Total unvorbereitet. Nein, genau, mit dem Golf, diese Golftypen hat man da, glaube ich, noch. So, mal gucken, was heute ansteht. Ja, und dann haben wir noch so einen Typen gerettet von dem Schrottplatz. Ah, genau. Ja, der Klient. Genau. Ah, da war was. So. Den hat man nebenbei nämlich mit eigentlich. Ne? Capstone. So, was haben wir denn als erstes? Wir haben ein Highlife League, wir haben High Society League und den South Central League. Ich glaube, wir müssen da irgendwas. Was jetzt bei Nacht? Schade, bis gestern wäre der South Central League noch, der hätte es noch Bonus für gegeben. Okay. Ja, alles gut. Machen wir so. Also wir fangen einfach mit dem Nightlife League an, weil es geht ja nur von Anfang an immer. Und deswegen. Ja, kann ich das nicht? Kann ich das nicht starten? Doch, kann ich. Machen wir das doch. Der Nachtclub. Ich kann mir nicht. Wie beim Schuh. Ich wette, das ist das, was wir schon mit Dings gemacht haben. Das kann natürlich sein. Aber das habe ich hier nicht in der Aufnahme drin. Das haben wir auch nur angeschnitten. Und deswegen machen wir es jetzt einmal richtig, komplett und mit Aufnahme. Genau, das haben wir nur angeschnitten und bei Kev haben wir was abgeschnitten. Ja. So, auf geht's. Ich fahre natürlich mit meinem Auto jetzt. Sehr gut. Und ich muss noch los Hey, so we paying a visit to the Triads. I don't know how they mixed up in all this shit, but I do know that a copy of Dre's phone was at their club. So that's what we starting to look at. Wir gehen jetzt zum Nachtclub. Okay, machen wir das. Hey, so just before you go full enhanced interrogation on the bouncer. Here's the plan. We access the security camera system and cross-reference the footage with when we know the phone was there. Shit sounds good to me, but can't we just hack the feed? No deal. The system is some thrift store level shit. It's not even online. You'll need to get the physical tape from their office. Oh shit, that's easy. Right, partner? So. Damit fein. Na dann, betritt den Wareneingang. Finde die Überwachungsaufnahmen. Okay, wir müssen sie sowieso töten, ne? Von daher, oder? Wir haben das letzte Mal auch einfach geballert. Ja, ist wahrscheinlich das Einfachste. Ich weiß, dass Ja, wer auch immer da gerade in meinem Stream schreibt, ich kann es leider nicht lesen. So, da müssten immer noch zwei, drei Leute stehen oben. Aber jetzt
Ich hole mir die Typen mal noch schnell. Oder beziehungsweise, die sind bei dir unten, ne? Warte mal. Also ich habe hier Gegner, ja. Ja, 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 alles gut. Ich komme zu dir. Das ist wahrscheinlich der sinnvollste Weg. Genau, da war was. Ich bin nämlich hochgerannt und ihr seid dann runtergerannt. Alles klar. Ja, du warst auf jeden Fall ziemlich lost das letzte Mal. Ja. Die sind bestimmt in dem Büro hinten. Sieht nämlich genauso aus wie mein Nachtclub. Hier links ist der. So, das war's schon. Jetzt einfach nur raus und abhauen. Ja. Ja, wie gesagt, das Ding ist genauso aufgebaut wie mein eigener Nachtclub. Was das denn? Hier ist einfach nur der Nachtclub, bevor du die Besorgungsmission gemacht hast. Ganz einfach. Alles gut? Wie gesagt. Ansonsten sehen die Nachtclubs auch alle gleich aus. Caps musst du auch. Okay, ich dachte, das wäre vom Preis her Unterschied. Nein, das Einzige, was sich unterscheidet, ist halt diese Beleuchtung. Dann so ein bisschen die Wände so. Bei mir hast du ja dieses Samtzeug überall, das hast du ja nicht bei jedem. Und ja, halt der Name, den du einstellen kannst. Ja, bei mir heißt es Galaxy. Ja, ja, schrei du mal weiter rum, Kollege. So, bist du draußen? Ja. Haben wir gerade kurz. Bin bei dir. Scheiß halt PCs, ey. Hast du ja gerade gesehen, dass der auf mich zugefahren ist? Ja, ja. Das ist mir aufgefallen, ja. Alter. Ja, nicht ganz. Oder habe ich damit gerade ein Auto erwischt? Doch, ich glaube, ich habe die Autos sogar erwischt. Oder die sind also einfach so despawned, das kann natürlich auch sein. Hast du was jetzt nochmal eine Scheibe kaputt beim Aussteigen? So. Ja, gut, okay. Ich glaube, du hast wahrscheinlich nicht viel Geld bekommen, oder? Was für Geld? Ja, das ist halt das Blöde. Du machst es nämlich genauso wie ich und kriegst keine Kohle. Ich habe 10.000 dafür gekriegt. Das ist halt der Nachteil von diesen Security-Surf-Scheiß-Missionen. Wenn du halt nur so Mitarbeiter bist, kriegst du halt immer bis auf deinen Gehalt nichts. Das wundert mich halt gerade irgendwo. Nee, es war schon immer so. Ja, es ist ärgerlich. Es ist halt scheiße, weil du machst das halt genauso wie ich und kriegst halt kein Geld. Ein bisschen blöde. Ich meine, ich freue mich über das Geld, aber ich würde halt die gerne, die da die Mission noch mitmachen, durchaus gerne mit belohnt. Ich weiß gar nicht, ob ich dir Geld geben kann, so einfach jetzt über das Büro. Nee, das haben sie doch damals alles weggemacht, nachdem dieses ganze Money Exploit Scheiß aufkam online. Ja, gut, okay, das gut, jetzt kann ich. Nein, das meine ich nicht. Am Anfang konntest du jemandem Geld geben, das geht aber nicht mehr. Ja, das okay, kann ich irgendwo ein bisschen verstehen, weil wenn du da 100 Millionen cheatest und da kannst du einfach mal, ich gebe mal da 20 Millionen, 20 Milliarden und. Das kann aber dann einer. Warte mal, habe ich noch mehr zu tun? Was hat das? Hab ich noch mehr zu tun? Oder es dauert jetzt gerade wieder, bis der anruft? Ich glaube, das kann aber sein, dass der wieder bedauert, bis der anruft.
Alter, ich grüße meinen Dealer von der Straßenecke. Voll krass. Ich da einen drauf. Also ich dauert jetzt wieder. Okay, es dauert jetzt als nächstes. Der nächste wäre der High Society League. Und zwar der geht dann, wo die Chinesenvilla ist. Wo du, glaube ich, dann am Ende die Karre von dem hochjagst oder den, wo wir den einsammeln oder was auch immer. Dieses Riesengebäude dann. Dieses große Weiße. Das andere, was wir gemacht haben, war das mit dem Boot. Mit Sven, ja. Yacht, ja. Die Yacht, wo wir da auf der Yacht waren. Kann sein, dass das jetzt kommt. Ich weiß es halt nicht. Wir dann das mit dem Diamond Casino abgefotografiert haben. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. Ich warte jetzt einfach, bis der nächste Anruf kommt oder bis die nächste Nachricht kommt. Dauert jetzt leider.